inzwischen bekannt, dass die Maschine in Mogadischu steht. Und wir kriegen dann die Aussage, dass wir auch nach Mogadischu fliegen. Ja? Und dann kam aber noch, wenn ich mich richtig erinnere, die Aussage, dass wir die Fensterverdunkelung alle runter machen sollten, ne? Damit keiner sehen kann, wer in dem Flieger sitzt. Ne? Und wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ist er auch ziemlich abrupt gelandet und hat direkt abgedreht auf eine Position, sodass wir an der Landshut nicht vorbeirollen mussten. Denn die Landshut stand ja gegenüber vom Hauptgebäude, ist ja nur ein kleiner Flughafen. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal da waren. Nur ein kleiner Flughafen. Und wenn ich mich richtig erinnere, sind wir auch gar nicht bis an die Landshut rangefahren, sondern haben vorher gedreht und wieder zurückgefahren, sodass wir ungefähr 2 Kilometer hinter der Maschine stand, an so einer Sanddüne. Und als die Turbinen aus waren und die Tür ging auf, kriegt man erstmal einen Schlag, weil das war ja eine unheimliche Hitze da draußen. Und dann kam Wegener rein und dann hat er erzählt oder gesagt, dass wir dann doch den Einsatz machen und dass er die Erlaubnis hat, mit uns deutschen Polizisten den Einsatz durchzuführen. Allerdings nur erst nach langen Verhandlungen mit dem damaligen Befehlsgeber der somalischen Armee und dem Staatspräsidenten Barre, der musste ja erst einmal sein Go geben, dass wir überhaupt auf seinem Staatsgebiet dann den Eingriff machen können. Aber er hat ja darauf bestanden, dass die Somalis mitmachen müssen. Wir haben natürlich gehofft, dass wir zum Einsatz kommen, damit wir die Geiseln da endlich befreien können. Die waren ja jetzt auch schon die 4 Tage unterwegs oder 5 nachher. Und es waren ja 2 Einheiten an Bord, die erste und die dritte Einheit. Und die beiden Einheitsführer haben gesagt, die beiden ältesten SET-Führer sollen dazukommen, also einer aus der ersten und einer aus unserer Einheit, das war ich. Und dann haben wir 4 uns zusammengesetzt und haben schon mal einen Einsatzplan gemacht, ja, wie wir uns das vorstellen. Und der eine Einheitsführer wollte die Maschine längs teilen, also die eine Einheit auf der rechten Seite, die andere Einheit auf der linken Seite. Und da habe ich gesagt, das geht gar nicht, denn wir wollen oder unbedingt haben, dass wir wissen, wer uns gegenüber eindringt. Denn die Einheiten sind zwar gleich gut ausgebildet, aber man kennt sich nicht so gut unter den Einheiten wie innerhalb der Einheit. Und für mich war es wichtig, dass ich genau weiß, wer mir gegenüber eindringt. Und dann haben wir die Maschine diagonal geteilt. Also eine Einheit vorne und einen Emergency Exit und die andere Einheit den zweiten Emergency Exit und den hinteren Teil. Und wir hatten halt das Glück, in Anführungsstrichen, dass wir vorne eingesetzt waren. Ja. So, und mit diesem Plan sind die beiden Einheitsführer dann, also ohne unsere Beteiligung, dann zum Wegener gegangen und haben den Plan vorgelegt. Ja. Und dann hat Wegener da drüber geguckt, hat noch kleine Sachen geändert, hat gesagt, so machen wir das. Und da waren wir natürlich auch stolz drauf, dass unser Kommandeur damit einverstanden war, was wir vorher so ausgearbeitet haben. Und als nach der Landung, als er klar war, wir machen das, hat er gesagt, so, ihr habt jetzt noch Zeit zum Training, ja, und sollten uns dann vorbereiten. Und dann haben wir die ganzen Sachen nochmal trainiert, angefangen mit dem Leiter anlegen, draufgehen, Türen aufmachen und, also alles, was dazugehört. Und Wegener hatte auch vorher schon gesagt, wir sollten gucken, dass wir uns auch mit Zeichensprache verständigen können. Denn er weiß nicht, ob wir dann am Flugzeug erstens Funkverbindung haben oder wenn das Getriebe läuft, ob wir dann überhaupt was hören können über die Funkgeräte. Ja, und dann haben wir uns entsprechend vorbereitet. Und ja, das ging dann so 2-3 Stunden. Und dann kamen die Einheitsführer zurück mit ihrem Einheitsbefehl, also welche Einheit was macht. Und die Einheitsführer haben dann die Befehle runtergesetzt auf uns, auf die SETs. Und jede SET kriegt dann einen gewissen Auftrag. Und dann haben die SET-Führer, also auch ich, haben unseren eigenen SET-Befehl gemacht. Wer von unseren Leuten wo eingesetzt wird. Denn, hatte ich ja vorhin schon gesagt, jedes SET besteht aus 5 Leuten. Und bei so einem Einsatz gab es von vornherein keine Spezialisten, der macht das. Sondern jeder hat die Türen aufgemacht, jeder hat die Leitern festgehalten, jeder ist eingedrungen. Also jeder kann alles. Muss auch so sein. Denn wenn im Einsatz einer ausfallen sollte, nach Beginn der Aktion, kann man ja nicht sagen, den Part brauchen wir jetzt nicht mehr. Muss ein anderer machen. Und das hat ja auch wunderbar funktioniert bei uns, muss ich ganz ehrlich sagen.
langes Jahr, jahrelanges Training.